Ja, ich glaube, ich nehme Historic Downtown. Denn ich frage mich, was passiert eigentlich, wenn wir... Moment, Moment, da ist er. Oh, hier war ich auch schon Ewigkeit nicht mehr in dem Büro hier. Huch, warte, wie läuft's denn? Ja, lauf mal, genau. Wenn wir, pass mal auf, ich muss das erstmal versuchen. Vielleicht klappt es auch gar nicht. Deswegen versuche ich es erstmal, bevor ich es überhaupt erwähne. Es geht, es geht. Wenn wir nämlich verdammt viele Minuspunkte ansammeln. Schön, Sie wiederzusehen, Ach, Officer. grüß dich, mein Freund. Hallo. Wird die Schicht beendet? Oder was genau passiert? Hä, hat er das Ding weggepackt? Yo. Kennzeichen nicht lesbar. Ah, verdammt. Ah, den melde ich aber sowas von. Ah, und guck mal, den daneben auch direkt. Das kann ja nicht sein. Bin mal echt gespannt, ob er mich dann raushaut. Oder was passiert denn? Was passiert eigentlich? Wir sorgen dafür, dass wir Geld bekommen. Unser Department haut sich den ganzen Kuchen weg, weißt du, das ist teuer. Und wir müssen auch einfach mal dafür sorgen, dass wieder was reinkommt. Und dafür müssen sie halt bezahlen. Was ist mit dem Wagen? Ah, das sah gerade komisch aus. Machen wir ein bisschen Scheiß hier heute. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Die aktuellen parkenden Standort schicken? Fahrzeuge? Warte mal. Nee, leider nicht. Ah, schade. Das wäre auch eine Idee, aber das geht leider nicht. Aber Kollegen wäre auch mal geil zu wissen, ob man Kollegen irgendwie... Also haltende Fahrzeuge kann ich, aber leider keine parkenden. Ach so, der hatte wieder keinen... Hier ist 4561. Ich werde mich um den Überfall kümmern. Einmal lächeln. Wunderbar. Schönes Foto. Tolles Foto. Was passiert, wenn ich... Ach, gar nichts. Das beachtet der noch nicht mal. Das juckt ihn überhaupt nicht. Ach, guck mal, dann ist sofort beendet. Du hast polizeiliche Gewalt angewandt. Aha. Also darf ich nicht schießen? Neue Schicht verfügbar. Wir versuchen das doch nochmal. Rein da. Man muss auch mal ein bisschen Mist machen, ne? Ach, shit, war das eine Wie normale geht's, Fußstreife? Officer? Gut, Hey. danke schön. Wissen Sie was? Sie sind verhaftet. Aufgrund von schwerer Körperverletzung. Ich fühle mich durch Sie Sie haben extrem schwere beleidigt. Körperverletzungen begangen und sind daher verhaftet. Ich bringe dich höchstpersönlich auch in die Zelle rein. Nein, bitte Doch. nicht, Schwöre ich Officer. dir. Pass mal auf, hier, komm mit. Ich nehme Sie mit aufs Revier. Ja. So. Der Typ ist extrem frech. Ja? Den packe ich jetzt hier rein. Bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Kann man Kollegen tasern? So, tschüss, du Verbrecher. Kollegin, ich müsste da mal einmal ganz kurz was ausprobieren. Stört sie ja nicht, ne? Die gibt's ja viermal. Oh nein, das geht nicht. Ah, da hast du Glück gehabt. So, die warten auch schon. Wunderbar. Dann kommen sie mal rein wegen Flüchten. Das ist neu, ne? Mit Flüchten habe ich noch Bitte gar tun nicht Sie das gesehen. nicht. Wegen Flüchten? Ich Bitte verhafte sie kommen Sie aufgrund mit von mir zur Flüchten. Polizeidienststelle. Machen mal hier ein bisschen die Zellen voll. Bleiben Sie vorerst hier. Gab es für den einen gar keine Minuspunkte? War schwere Körperverletzung, wie gesagt. So, super. Oh, da ist aber jemand extrem laut. Hallo, grüß dich. So, was hast du denn angestellt? Was haben wir denn? Was habe ich denn noch nie gemacht?
Hier. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne gültigen Waffenschein mit sich. Was? Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? Ich schaffe es nicht rechtzeitig zum Ziel. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Weil normalerweise müsst ihr direkt vom Revier auskommen. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Aber das kann man sich ja jetzt mal ganz entspannt anschauen, was die machen. Kann man nachladen? Hallo? Wunderbar, Frank. Die kommen von einem anderen Revier. Hundertprozentig. Da ist er schon. Mal gucken, was passiert. Frank, dein Kopf ist irgendwie ein bisschen im Weg. Ich glaube, die sind überfordert. Ich glaube, die kommen gar nicht mehr rein. Hä? Ah, da. Oder findet sie keinen Parkplatz? Oder er? Da ist doch gar keiner mehr drin. Kollege? Ich glaube, der darf nicht, weil das ist nicht sein Revier. Da darf er da nicht rein. Ach, so ein Mist aber auch. Oh. Ja, dir geht's, Oh. Ich glaube, irgendwie hat das Spiel, jetzt, Ich glaube, das kommt mit der Entscheidung nicht so zurecht. Aufstehen. Oh, schade. Ach ja, das zählt dann auch als Gewalt, natürlich. Ach, Mann. Aber das müssen wir nochmal vertiefen, das müssen wir nochmal ausprobieren. Das interessiert mich jetzt aber. Da waren die einfach im Boden drin. So, ich kläre das nochmal. Ah, hier sind wieder die Vierlinge. Och, jetzt haben sie extra keinen hier reingepackt. Wie unfair ist das denn? Aber, pass mal auf. Ich kenne da einen Trick. Weiß nur nicht, ob der funktioniert. Mal ausprobieren. Mal testen. Hallöchen, die Dame, was geht? Ich halte sie fest aufgrund von Vandalismus. Ich halte sie wegen Graffiti-Vandalismus fest. Mhm. Ich habe nur in die Luft gesprüht, nicht gegen die Wand. Aha, da habe ich dich doch erwischt. Und du wirst festgenommen aufgrund von... Ich muss sie wegen Mitführens eines Springmessers verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Das dürfen sie nämlich nicht mitnehmen. Sie sind ein lausiger Cop. Ach, hör auf. Ich habe volle Sterne. Ich bin der Beste. Bitte so, kooperieren einmal sie. Mitkommen. Ich bringe sie auf die Polizeidienststelle. Oh, guck mal, die Scheibe ist kaputt. Das hast du kaputt gemacht, ne? Aggressiv wie sonst was bist du. Jetzt geht's erstmal in den Knast. Was für ein beschissener Parkplatz das da hinten ist hier. Wer fährt denn hier dran vorbei? Ich nicht. Ich nehme immer einen von denen. So. Muss ich jetzt einmal loslassen? Wie kann ich die denn überhaupt loslassen? Frank, lass los. Geht das nicht? Frank? Frankie. Okay. Mein Plan hat nicht funktioniert. Ich wollte jetzt eigentlich den Gefangenentransport rufen. Aber... ich kriege sie nicht los. Ich habe also nicht mehr die Möglichkeit abzubrechen und zu sagen, oh, da habe ich mich aber ein bisschen getäuscht. Habe ich nicht. Oder kann ich sie nur draußen loslassen? Nee, da passiert gar nichts. Muss ich mal kurz gucken. Ja, ich kann es nur draußen. Ich kann sie nur draußen loslassen. Nicht weggehen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt.
Müsste eigentlich gehen, da wurde natürlich dran. Ja, leider. Leider, leider. Aber ich guck mal so, was dann passiert. Wahrscheinlich, guck mal, die geht dann automatisch dann. Leichten Unfall. Ich übernehme das. Mal gucken, was ich da machen kann. Verdammt robuste Ballons. Verdammt robust. So, wo ist denn hier der Kollege oder die Kollegin? Da kommt, ja, der packt den da ein. Ich werde mich um die verdächtige Person kümmern. Aber mich würde ja auch mal interessieren, ne? Wo bringt der die denn eigentlich? Wo ist er? Nee, der kriegt es nicht hin. Mein Freund, brauchst du Hilfe? Soll ich deinen Wagen aufschreiben? Weil er einfach hier so auf... Ach, guck mal, die haben noch nicht mal ein Nummernschild. Da komme ich noch nicht mal an die Tür dran. Na, das kriegen die nicht hin. Schade. Da steht der jetzt blöd. Mich hätte nämlich immer interessiert, wo er den denn, oder wo er sie hingebracht hätte. So. Ich kann hier noch nicht mal einsteigen. Was? Wer wollte denn da rein? Okay, super. Einmal rein. Oh, wie er die anguckt. Kommen Sie mal bitte da runter. Nee, ich bleib hier. Lassen Sie sich nichts von dem erzählen. Er ist gefährlich. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss hier entlang. Oh, ist ein E-Auto. Minus 17? Weswegen? Schweren Unfall nehme ich. Ja, andere Richtung, natürlich. Wie weit? Oh, 300 Meter, ist schon ein bisschen. Er steht immer noch da. Der kommt echt nicht weg. Armer Typ. Warte mal. Sie stand da aber nicht mehr. Ist die jetzt auch in den Boden reingebackt und ist jetzt für immer und ewig weg? Hä, was macht der Wagen denn? Fahr doch! Ich glaube, die ist wirklich weg da. Ach verdammt, du kommst da noch nicht mal hoch. Schade. Okay, weitermachen. Ich muss zum Unfall. 49, aber gibt ja dann auch keine Minuspunkte. Ja, obwohl, doch, wird der abgezogen von 0. Aber kann von 0 noch was abgezogen werden? Ich weiß ja nicht. Andere Seite, und da sind sie dann da. Hui. Einmal stehen bleiben. Wunderbar, ich komme. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Was war das denn für ein Knall? So. Straßensperre. Ausrüsten. Oh, Straße gesperrt. Wunderbar. Pylon. So, wunderbar. Und dann nochmal einmal so. Wie viel? Oh, ich habe ganz schön viele. Und so. Und so. Oh, mir fehlt noch eine. Brauch noch eine. Aber ganz schnell. Haben sie es ein bisschen blöd, weil da kommt keiner, ne? Aber nicht viele. Na, na, na.
Einmal umdrehen, bitte. Oh, pass mal auf. Anzeichen. Kehrtwende, hier. Einmal rum. Der Fahrer konnte mich nicht sehen. Hallo, hier bin ich, hier stehe ich. Mal Kehrtwende. Eine Kehrtwende zu machen. Ach, kann er hier nicht machen? Ja, warte, dann sage ich ihm was anderes. Dann sage ich ihm, er soll rückwärts fahren. Was hat er denn vor? Der rollt immer weiter nach vorne. Oh, das geht. Guck mal, cool. Nice. Wie weit macht er das? Und jetzt? Jetzt kann ich ihm sagen, Kehrtwende oder was? Yo, geil. Nice. Boah, vielleicht kannst du so Unfälle... Ja! Ja, komm. Och Mann, steig doch aus. Fahrer konnte mich nicht sehen. Warte. Die Knarre weg. Aber rückwärts, ja? Rückwärts. Schön, genau so. Wunderbar. Hallo, einmal rückwärts, ne? Ja, ich sag ihr das jetzt so, rückwärts, genau. So. Und dem da hinten muss ich auch noch was sagen. Du da. Einmal stehen bleiben. Gut. So, haben wir das schon mal geklärt? Sicher ist sicher, ne? Und was haben wir denn hier? Was ist der Wagen? Warte, nimm mal die... Genau. Das geht. So, kriegst du erstmal einen dran. Und du auch. Hey, hat das jetzt gezählt? Ach, da sitzt sogar jemand drin. Wo kommst du denn her? Bist du eingestiegen oder warst du schon die ganze Zeit hier? Warte, ich gebe dir mein Handzeichen. Kehrtwende. Sofort, jetzt zieh durch. Genau, einmal eine Kehrtwende. So. Komm. Wunderbar. Ja. So, einmal rückwärts bitte. Ich kann diesen Fahrer nicht länger anweisen, weiter zurückzutreten. So, aber jetzt kann ich ihn. Ach, guck mal, das geht immer besser. Die Autos dienen jetzt als Absperrung. Ja, ja. Kannst du nämlich ganz schön dann machen. Aber so kriegst du den sogar von, wenn er hier steht, weg. Das ist ja mega geil. Hallo. Was haben sie gemacht? Ha? Hier, was machen die denn immer, die abhauen? Entweder Geldbörse oder aber flüchten, natürlich. Hey, was ist eine Frage? Was frage ich denn überhaupt? Jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist doch wohl sonnenklar. Bitte tun Sie das nicht. So, ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. So, komm, ich habe da keine Lust, mich mit denen zu ärgern, ne? Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Wer flüchtet, der geht ins Gefängnis. So, sieht gut aus hier. Na, wie geht's Ihnen? Gut, ne? Durchsuchen. Verstoß. Führerschein, Unfallbericht? Hier ist Ihr Unfallbericht. Soll das ein Witz sein? Da steht ja kaum was. War nur eine Prank. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Wieso sage ich immer nicht Prank? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? War nur ein Prank. Hallo, was geht mit dir? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Guck mal, ich habe 10 Punkte gekriegt. Wofür habe ich die 10 Punkte gekriegt? Was mache ich denn mit dir? Ach, für den Unfallbericht bestimmt, ne? Ah, haha. Einfach mal so viele Punkte, Minuspunkte versuchen zu bekommen, wie es geht. Das wird bis jetzt auch noch nicht Wäschereirechnung. Das ist hochgradig kriminell. So. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ist das Ihr Ernst, wieder Officer? Haben? Dieser Bericht ist nutzlos. Du bist nutzlos. Was soll das denn? Werd mal nicht so frech, sonst soll ich dein Auto abschleppen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hallo?
auch? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Wieso kann ich den denn nicht abschleppen? Habe ich das schon gemacht? Nee, ne? Merkwürdig. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt wird. So geht's so am schnellsten. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Oh, die Nachrichten kommen bestimmt gleich alle rein. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Nee, warte, was ist das nochmal? Winkerkelle? Ja doch, damit sage ich ihm das doch, oder? Konnte mich nicht sehen. Wie kommt er denn immer darauf, dass er mich nicht sehen kann? Ach, verdammt. Okay, abschleppen. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Was passiert bei Null? Ist vorbei, ne? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wurde bereits. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Nutzlos, das kommt auf die Sichtweise an, ja. Ach, blöd gelaufen. Ganz, ganz blöd gelaufen.